Guten Tag. Vielen Dank für die Reaktionen. Danke, danke, danke. Vielen Dank dafür, dass so viele Leute meine Reels sich angeschaut haben und meine Videos sowieso und Kommentare geschrieben haben. Das ist ja wunderschön. Ich bin immer so glücklich und so stolz, wenn die Leute sich das ansehen. Ein Freund damals hat zu mir gesagt, weißt du was? Nur wenn eine Person glücklich ist über deine Videos, dann reicht es schon. Aber wir wollen immer mehr, ja, so wie die Löwen, die wollen auch immer mehr. Ich bin kein Löwe, aber viele Leute, die ich kenne, sind Löwen und die wollen immer mehr und immer besser. Und wie ich gesagt habe, nichts, was sie tun, ist klein und kleingeistig. Alles ist überlebensgroß und so lebt der Löwe. Und ich habe gesagt, dass das ein Träumer ist und träumt immer von etwas, egal. Ob das schönere Haare sind, schönere Wimpern, Bart zu haben, Frauen wollen Extensions haben, Männer gefärbte Bärte. Also, die wollen immer etwas und die träumen immer von irgendetwas, was sie schöner macht, weil der Löwe ist eigentlich in seinem Leben unglücklich und unzufrieden, weil er immer irgendwelche Macken an seinem Körper hat und das gefällt ihm natürlich nicht. Ich meine, das haben wir alle irgendwie, aber der Löwe ist da ein Meister. Also auf diesem Siegertreppchen steht er auf Platz Nummer 1 und er ist immer mit irgendetwas unzufrieden. Ich kenne so viele Frauen, die Löwen sind, die sind mit ihren Brüsten unzufrieden, Männer mit ihren Genitalien unzufrieden. Mein Gott, was der Löwe mir immer alles erzählt. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, dass für den Löwen sind die anderen Menschen in seinem Leben so etwas wie die Verlängerung des eigenen Selbst. Der Löwe glaubt wirklich, ihre Begabung, ihre Ideen gehören ihm und er hätte das Recht, sich ihre zu bedienen. Schließlich ist der Löwe der König und ihm gehört das Universum. Deswegen ist das sehr wichtig für den Löwen, etwas zu erschaffen. Oft, wenn du mit Löwen sprichst, dann weißt du, dass sie wollen etwas Großes, ein Universum aufbauen. Sie wollen ein Buch schreiben, sie wollen Filme machen, sie wollen irgendwo ausreisen und irgendwelche Firmen gründen. Die wollen immer eine Verlängerung des eigenen Selbst erschaffen. Das ist die Idee von den Löwen. Ja, das ist halt so, wir wissen das von der Katzenfamilie auch, dass die Katzen oder sagen wir mal der Vater Löwe hält die Menschen, die er liebt, häufig für die Kinder. Und die Katzen halten uns auch, naja, für die Eltern oder Kinder. Und die Löwen behaupten oft, dass sie den anderen Menschen ja geholfen haben im Leben. Deswegen die Begabung, habe ich gesagt, und Ideen gehören ihm. Und oft ist das so, dass die Löwen dir erzählen, da musst du ja zuhören, nur was die dir erzählen, dass sie sagen, ja, ich habe eine Freundin, die hat eine Boutique mit Kleidern. Weißt du, ich habe ihr geholfen, sie würde ja schon längst pleite gehen, aber ich habe ihr geholfen, ich habe so viele Kunden da reingeschickt. Oder der Löwe erzählt dir, dass er auf dem Markt geht, auf dem Wochenmarkt. Und da gibt es einen Ständer und zu diesem Ständer geht er immer und da kauft er immer Pasteten und Hühner bei diesem Mann. Und diese Löwefrau hat diesem Mann eigentlich dazu verholfen, dass er Geld verdient und dass er nicht pleite geht. Also das ist auch typisch für die Löwen, dass sie immer dir irgendwelche Tipps geben, Ideen geben und behaupten, dass ihre Ideen, die Ideen von anderen Menschen und die Begabung von anderen Menschen gehört ihm. Ich kenne auch Leute, die auch erzählen, also Löwen, die erzählen, ich habe ihm geholfen, ich habe ihm ein anderes Leben verpasst und er hat sich jetzt durch mich anderes gekleidet und das ist alles meine Idee. Wenn ich ihm das nicht gesagt hätte, würde er ja immer herumschlampig laufen. Das ist schließlich alles meine Idee. Und so wollen die Löwen immer dir irgendwelche Tipps geben. Und deswegen ist das typisch für Frauen, auch Löwe-Frauen.
die so Gruppen haben, irgendwelche Gruppierungen und Treffen haben und sich oft treffen und da quatschen und reden. Und diese Löwe-Frauen beraten diese anderen Leute und sagen, du musst das machen und hier das kaufen. Und sie wissen alles besser immer, wo man irgendwo schöne Jacken kauft, wo man Uhren kaufen könnte, wo man tolle Bücher günstiger kriegt. Also die wissen alles absolut besser. Und auf dem Wochenmarkt kannst du tolle Hühner kaufen, dort und dort. Und diesem Mann habe ich auch geholfen. Der verkauft die Hühner bis heute, aber damals war er pleite. Aber ich habe so viele Leute hingeschickt, deswegen existiert dieser Mann. Das ist typisch für die Löwen. Also immer das zu erzählen und etwas zu so in eine Herrschaft die Leute zu halten. Aber es ist natürlich so, dass viele Leute rebellieren gegen diese Herrschaft. Und dann ist der Löwe beleidigt und er denkt, mir passierte gerade ein Unrecht. Typisch Löwe, aber Löwe ist noch nicht zu Ende. Aber für heute ist leider meine Zeit schon um, oder nicht? Aber ich glaube ja, weil ich habe zu lange geredet. Ja, genau, meine Zeit ist um.